Grundsätzlich sollte man nicht nur diese Szene drehen, die man für die Handlung braucht oder für die Aussagen, sondern man muss an jedem Drehort, wo man ist, noch Schnittbilder drehen. Weil du brauchst sie immer im Schnitt. Und Schnittbilder bedeutet einfach, nochmal näher rangehen, nochmal Blicke zu filmen oder noch eine Totale filmen oder Objekte filmen, die auch in der Szene irgendwie zu tun haben. Genau, und dann sollte man sich halt Schnittbilder überlegen, die halt zum Charakter passen oder die das ausdrücken, quasi in die Welt eintauchen von dem, was du erzählen willst. Fast das Wichtigste, um Geschichten zu erzählen, weil du dadurch die Emotionen rüberbringen kannst. So. I personally also do food distribution with the Robin Hood Army. People that you have to help people and get them above in life. I mean, as simple as that. We just do it. I mean, we don't think that much. I think it's our duty as a citizen. Wichtig ist, dass du die Leute immer was machen lässt, egal ob es jetzt Models sind oder Protagonisten. Nicht nur Blicke machen, nicht nur irgendwelche Posen machen, sondern die sollten was machen. Entweder eben mit Requisiten. Oder sie gehen oder sie drehen sich dann um. Es sollte natürlich immer Sinn machen. Und dann Beauty-Shots sind eben so quasi schöne Aufnahmen, die man oft braucht in Imagefilmen. Also ich nehme auch gerne Schnittbilder nachher auf, aber manchmal unterbreche ich auch den quasi eigentlichen Dreh. Wenn ich eine Idee für ein Schnittbild habe, dann nehme ich das schnell auf, weil das, was du hast, hast du so. Wenn du es nämlich später vergisst oder die Zeit läuft weg. Nee, jetzt nicht, sorry. Ja, ich muss erstmal danach. Und so weiter. Und du hast dieses Schnittbild nicht. Das ist dann auch doof. Du hast immer eine Pflicht, die du drehst. Und dann hast du die Kür. So. Und diese Schnittbilder sind eigentlich Kür natürlich, weil du brauchst die Aussage oder du brauchst diese Aktion vor dem Model oder so weiter. Und die Schnittbilder sind dann Kür, was du noch machen kannst. Aber ein paar musst du drehen. So. Du kannst dann manche runterfallen lassen, weil es halt nicht mehr ging von der Zeit her oder so. Aber manche musst du drehen. Und dazu ist immer wichtig, einfach nimm dir einfach nochmal eine andere Optik dafür. Nimm dir eine weitere Optik auf jeden Fall nochmal und geh nochmal näher ran an irgendwelche Sachen. Und da kannst du dann auch solche Sachen machen, wie eben nochmal so ein Reisschwenk oder du gehst wohin und schwenkst dann weg oder so. Und was eben auch ganz wichtig ist, ist, dass du später im Schnitt auch oft Momente nehmen kannst, die du gar nicht so eingeplant hattest. Also es gibt meinetwegen ein Interview, das filmst du. Und dann lässt du die Kamera so fallen, weil es fertig war, aber du hast noch gedreht, dann könntest du diesen Reisschwenk eventuell sogar auch mitnehmen. Das ist jetzt was worauf du im Schnitt achten solltest. Coaching normal kids from normal backgrounds. We don't lose, we learn. Aber quasi Schnittbilder sind nicht immer nur echt gedreht worden mit Bewusstsein, es können auch Zufallsprodukte sein. Oder die Kamera steht auf dem Stativ und einer geht dagegen und es fällt aus Versehen um. Das sind Platten, welche Pan? Könnte auch ein cooler Effekt sein und dann nimm das einfach mit rein, wenn das cool ist. So. Oder du machst Belichtungsänderungen, alles was einfach nicht zu dieser eigentlichen Szene dazugehört.